Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Special Video. Man kann es als Special Video sehen, muss man nicht. Denn ich habe ja mal dummerweise versprochen, dass ich einmal Slender spiele. Okay, ich spiele Slender. In UnHD und mit Cam. Und im Windowed. Und mit Licht im Hintergrund. Weil ich nämlich so eigentlich überhaupt keine Lust auf das Spiel habe. Und da muss ich mich nicht auch noch zu Tode gruseln. Ich grusel mich lieber bei Spielen zu Tode, die ich mag, als bei Spielen, die ich so rein überhaupt gar nicht mag. Also, los geht's. Wir klicken auf Start Game. Wie es funktioniert, weiß ich. Ich weiß auch ein paar Tricks. Mal schauen, wie weit ich komme. Was müssen wir? Tja, und im Grunde genommen haben uns diese Geräusche verraten. Wir sind ein dummes kleines Kind, das in einen Wald geht. Und dort wollen wir jetzt 8 Seiten finden. Wir sind über diesen Zaun geklettert, so blöd wie wir sind. Und jetzt sehen wir uns in diesem Wald einem Monster gegenüber, das wir nicht aufhalten können. Ich spiele die Classic-Version. Weil ich sie sowieso nur einmal spiele und dann lösche, weil ich da auf dieses Spiel keine Lust habe, weil ich finde das Spiel schlecht. So. Da hinten ist ein Baum. Und hier steht Follows. Wir sind übrigens ein kleines Kind und jetzt sind wir halt im Wald und können uns nicht helfen so. Hä? Ich weiß, dass gerade eben dieses Rauschen ankam. Wir müssen jetzt mal in diese Richtung. Boah, die Frames, ey, es geht ja gar nicht. Das Spiel ist so schlecht programmiert. Wow. Er ist in der Nähe. Und zwar sehr. Ist der da vorne? Ja. Können die den Slender mich nicht einfach fangen? Okay. Also ich hatte sehr viel Unglück, sagen wir es jetzt mal so. Der hat mich mit einer Seite gefangen. Ich konnte mich echt nicht mehr konzentrieren mit diesen
dämlichen. Es war so laut. Und ja, deswegen. Das war's mit Slender. Ich werde dieses ekelhafte Spiel nie wieder spielen, weil es mir einfach höllisch auf den Sack geht. Ich mag's nicht. Ich mag dieses Spiel einfach nicht. Ich habe mein Versprechen jetzt eingelöst. Ihr seht, gegruselt habe ich mich nicht. Jo. Spaß gemacht hat es euch wahrscheinlich daher auch nicht, aber ich musste mein Versprechen ja erfüllen. Und, ja. Tschüss.